Und damit herzlich willkommen zurück hier in Civ. Und ich habe weitergedrückt und gar nicht auf Play gedrückt. Aber ihr habt nicht wirklich was verpasst, außer dass hier zwei Kosaken mir meinem Fünfer-Maschinengewehr mächtig, ja, zumindest ein bisschen eingeherzt haben. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ihr zwei könnt jetzt einmal darauf ballern. Geht ja gar nicht. Krieg das Maschinengewehr. Den hier in einen Rutsch weg. Jo. Dann gehst du nämlich schon mal dahin. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir hier die Einheit platzieren, dass sie von da nicht angegriffen werden kann. Und ihr marschiert mal hier lange rum. Nö. Hinterher. Könnten hier auch noch eine Armee draus machen. Aber ich lasse mal lieber erstmal hier noch zwei einzelne Einheiten stehen. Das ist mir noch sicherer. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen werden. Ich schätze mal, wenn alles gut klappt, könnten wir sogar heute schon den Sieg dieser Römer schaffen. Da bleiben wir noch mal kurz stehen. Straße plündern? Nein, wir heilen uns. Kommt hier alles nach Uruk. Ja, und man sieht übrigens, dass wir an Sansibar das die Rechte verloren haben. Wir können hier irgendwie keine Händler mehr hinfahren. Oder, nee, wir fahren die Händler noch hin. Aber glaube ich, wir haben ja nicht die ganzen Boni durch Sansibar. Da haben wir uns ja mit dem Peter so ein bisschen drum gerissen. Können wir noch irgendwo Gold? Ach komm, ab einer noch nach Candy hier. Gesandten. Frage. Ah, es, das, ach so, die sind jetzt sogar im Krieg mit uns. Ich will Brüssel auf jeden Fall behalten. Es ist mir da vorne jetzt zu wichtig, jetzt, dass ich die jetzt verliere, Brüssel. Deshalb ist auch das, diese Goldgeschichte hier so ein bisschen problematisch. Panzerabwehrmannschaft. Mensch, Leute, ich will euch da bewegen, nicht immer jemand anders. Die werden wahrscheinlich auch von der Stadt gleich schön bombardiert. Kannst du die schießen? Oh, das machen wir doch mal. Das nutzen wir doch mal, das Ganze. Die Gelegenheit. Und gehen denen ordentlich auf die Eier. Du musst dich erholen, Maschinengewehr. Zieht jetzt alle hier hinterher, Leute. Oh Gott, die ganzen Händler hier. Ab nach Kisch. Ja, nur noch Städte von uns, ne? Nee, Kisch nicht und hier sie nicht. Ach, dann kriegt der Gilgamesch auch noch mal ein bisschen was von unserem Wahn ab. Das ist schon okay. Wir müssen nur darauf aufpassen, nicht, dass wir unser ganzes Gold jetzt hier verlieren und unsere Einheit nicht erhalten können. Naja, ein paar Runden würden wir es wohl überleben. Mit so viel Asche. Oh. Ablehnen. Oh, da hat er mal ein bisschen zugeschlagen hier. Meine Artillerie ist ja gerade. Das industrielle Herz Deutschlands hörte praktisch auf zu schlagen. Kaum jemand arbeitete, kaum eine Maschine lief. Die Bevölkerung des Ruhrgebiets musste vom übrigen Land ernährt werden. Ah, das Ruhrgebiet. Jo, Produktion pur. Es war halt eins dieser Luxusdinger, die wir uns mal geleistet haben. Also, so viel brauchen wir jetzt gar nicht mehr, aber dachte, machen wir es einfach mal, weil wir es können. Ach komm, hier noch Palast hinterher. Oh, das ist aber echt bitter mit dem hier. Das ist richtig bitter. Da ist das Lager und das Lager macht uns jetzt so zu schaffen. Das bedeutet, du musst hier weg.
das wird gleich auch für die schwierig werden. Hm. Fällt mir ja mal gar nicht. Ab aufs Lager. Deutliche Niederlage. Hm. Was? Moment. Ist da mein... Oh, den haben sie weggeballert. Scheiße. Da war eine Artillerie von da oben weggeballert. Das ist ja mal bescheiden. Kann der Tor... Ne? Das ist schon hier der... Nach unten noch kommen. Oh, 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 bitte, bitte. Müssen erstmal den hier wegkriegen. Das nützt nichts. Einmal verschanzen, ja. Oh, das kann doch ein bisschen schwerer werden, aber mal gucken. Hier ist zum Glück ja nochmal eine Artillerie unterwegs. In Anbetracht dessen werde ich hier nochmal schnell eine Artillerie dazu holen. Und wo ist noch eine Wasser, eine Küstenstadt hier? Oh, kommst du auch noch mal schnell rüber? Muss ich mal heilen. Oh oh oh. Nächste Runde. Oh Mann, da bin ich echt mal gespannt, was wir da nochmal abkriegen jetzt hier. Uff, uff, uff. Panzerabwehr und Infanterie, okay, das geht noch. Ganz so dramatisch hier. Ich hätte da Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Okay, wir ballern jetzt, was das Zeug geht. Diese Scheiß... Scheiß Lager weg. Moment, können wir hiermit schon irgendwo raufballern? Ja. Auch mit aufs Lager. Oh, das hat aber auch eine Verteidigung. Meine Güte. Plündern. Zack. Und du gehst auch plündern. Hoch, hoch, hoch. Der muss hier weg, damit Astrachan nicht rankommt. Eine große Persönlichkeit. Jetzt nochmal einen großen Händler. Ja, komm. Oh, Gewehr 2 Jeans. Ein exklusiv hergestelltes Luxusguss. Luxusgut, das 4 Annehmlichkeit bietet. Cool. Ja, rekrutieren sollst du doch. Den Handwerker da, den werden wir mal... dem Tod überlassen. Den brauche ich jetzt mal gar nicht hier. Kavallerie. So, ab hier rüber. Da müsste doch auch so eine... Trompetenspieler müssen da doch auch mit spielen, wenn der hier lang schießt. Und den lassen wir mal sicherheitshalber hier. Ist ja der Hammer. Oh, jetzt haben die super. Ist die Annehmlichkeit hochgegangen. 0, minus 2. Also nächste Runde mal gucken. Wenn ich daran denke. Oh. Ein Zeppelin oder was ist das? Jo. Ist das meiner? Jo. Meine Aufklärungs. Ballon ist ein Zeppelin. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Haben sie, glaube ich, auch die Grafik gerade aktualisiert. Hoffentlich überlebt er das. Ja. Oh, 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 oh. Wenn man eine Rakete startet. Wie, was? Rakete? Was? Wo? Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt noch eine Atomrakete oder was?
Das wäre ja jetzt noch der Hammer. Achso, es ging um die Rakete wegen dem Raumhaft, ja. Nee, nee, nee. Also Forschungssieg hier, Wissenschaftssieg, das ist etwas, was ich noch in die Zukunft geschoben habe, denn das braucht man nicht. Also, was heißt, das braucht man nicht? Das ist jetzt Quatsch. Das ist etwas, was wir von Anfang an anstreben müssen. Das würden wir hier so nicht schaffen. Das würde sich nur in die Länge ziehen. Gott, wir wollen jetzt den Eiffelturm hier. Der hier kann er doch mal plündern. Aber er heilt sich nicht hoch. Hat das Plünderungssystem verändert? Wir haben das doch sonst immer so gemacht. Dass man, wenn man geplündert hat, dass man sich dann hochgeheilt hat. Oh ja, jetzt ist das Lager weg. Kann ich da rein? Mit dir nicht. Moment. Auch nicht. Okay, alle paar Runden jetzt. Ja! Lager zerstört. Und da wird nicht mehr angegriffen. Auch so vorbei hier. Den schicken wir mal dahin. Und dann Schanzen. Das ist super. Rüber mit dir. Du kannst auch einmal ballern. Oh, dann direkt in die Stadt. Bringt ja fast gar nichts, aber was soll's. Du musst hier mal schnell rüber. Wo bist du? In Sicherheit da. Erstmal rüber. Sollte. Heilen. Ja. Und du da, Infanterie, du kannst dich hier verschanzen. Und warten. So einmarschieren darfst. Was haben wir denn eigentlich hier mit dem Ingenieur? Löst den Heureka-Moment für die Technologie Raketentechnik aus, plus 20 Produktion für Retro. Oh ja, das ist natürlich ein interessanter Ingenieur. Nee, für die Besiedelung des Marses oder des Mondes, wie auch immer, was man da alles besiedeln muss. Und wir ballern hier nochmal ein bisschen drauf. Gehen wir denen nochmal ein bisschen auf die Nerven. Oh, da dieser blöde Armbrustschütze von da hinten. Macht da noch ganz schön Schaden da. Nächste Runde. Oh, was? Moment. Patzerabwehr wurde besiegt. Ja, die war auch schon ziemlich down. Das ist okay. Und unsere Kavallerie rein. Von da oben wurde besiegt. Von wem das denn jetzt? Würde ich jetzt gerne mal wissen, warum die so. Wer da jetzt so weit schießen konnte. Oh. Du bewegst dich dahin. Und du schießt jetzt endlich mal auf Petersburg. Ja, so langsam geht's voran. Es dauert zwar, aber kannst du von hier auf Petersburg schießen? Du nicht. Weißt du, kriegst jetzt den hier. Und jetzt kannst du auch auf Petersburg schießen. Juhu! Oh ja, guckt euch das an hier. Die Verteidigung wird gerade runtergeballert. Heilen. Nee. Ach. Ja, wir können die Einheit noch umbenennen. Wir können den individuellen Namen geben. Du, ob das sich auch mal verschanzen und heilen. Jo. Ziehen wir noch mal ein paar Einheiten rüber. Und in Rom. Oh man, Mont St. Michel. Ich weiß auch nicht, was heute mit meiner Aussprache los ist. Manchmal hat man das echt. Da verschluckt man sich so an seiner eigenen Zunge fast schon. Jo. Ach, machen wir ein bisschen Training, Jungs. Ne, im Lager. Hier machen wir das gleiche nochmal. Beziehungsweise im Handelszentrum. Ich brauche jetzt auch schnell Spion. Wofür auch immer. Da fehlte noch ein Monument. Gut. Und
Du gehst jetzt einfach hier hoch. Ich glaube, die Kavallerie braucht man da unten nicht mehr. Die behalten wir jetzt einfach mal da. Jo. Lass dich ausruhen, Wetterballon. Ich glaube, das ist echt gut gewesen, was wir von unten angegriffen haben. Jetzt nochmal so im Nachhinein betrachtet. Hier oben hätten wir uns einiges weggeballert an Einheiten. Allein die Städte. Nächste Runde. Oh, sie greifen mich an. Napoleon Bonaparte. Der kalte Beziehungsweise ist das die Stadt, die mich da angreift? Er brennt mit tödlicher Hitze. Sind aufgetaucht. Kalter Krieg. Ist da noch irgendwas Interessantes für uns? Jeder Gesandte zählt als zwei Gesandte. Jo, das machen wir nochmal. Eindämmung. Und ersetzen das mit den Plündern. Das war ja nicht so toll. Und greifen weiter St. Petersburg an. Oh, wir können befördern. Gegen Landeinheiten. Nee, 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 nee. Ich will jetzt St. Petersburg platt kriegen hier. Da verzichte ich sogar auf die Beförderung. Was kriegt der? Eine Reichweite. Nein. Scheiß drauf hier. Komm rein da in St. Petersburg. Können wir nämlich sogar nächste Runde, wenn alles gut geht, da einmarschieren. Yay. Bis dahin. Ach, klauen wir uns doch mal schnell die Handelskarte. Ach, wenn wir dabei sind. Ja, machen wir jetzt irgendwas. Schnell drauf ballern. Oh, geht ja noch ein bisschen was hier. Balla. Ah, komm schon hier. Zack. Ja, die Artillerie, die. Egal. Bald jetzt da. Und du gehst mal Puteoli. Nächste Runde. Ach komm, haben wir den einen Ballon jetzt hier vergessen oder was? Oder können wir jetzt wieder angreifen? Ne, die haben alle ihre Züge durch. Nächste Runde. Jo, der greift tatsächlich von seiner Stadt aus das U-Boot an. Kann er das durch den General hier aufdecken? Oder? Gute Frage. Aber ihr Lieben, ich glaube, diese Runde sollte es das gewesen sein. Mit St. Petersburg sogar jetzt schon. Und wir marschieren ein ins Russische Reich. Es gibt jene, die darüber streiten, ob mit der Macht zwingend der Wille einhergeht, sie auszuüben. Ob Gewalt nur immer mehr Gewalt hervorbringt. Diese Fragen sind irrelevant. Ihr, großer Anführer, habt es getan. Auch wenn sich das Gesicht im Laufe der Zeitalter verändert, wird die Geschichte von der Hand des Siegers geschrieben. Durch eure heutigen Taten stellt ihr sicher, dass euer Volk morgen ruhmreich sein wird. Juhu! Wir haben den Herrschaftssieg geschafft mit den Römern. Wir haben zwar nicht alle Städte eingenommen, aber das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck dieses Siegtypes. Gucken wir uns dann nochmal schnell die Rangliste an. Und ja. Moment, können wir jetzt die Punkte sehen? Augustus Caesar, wo sind wir da jetzt gelandet? Sind wir hier gelandet? Gute Frage. Ich habe gerade keinen Plan. Was passiert, wenn wir auf Wiederholen klingen? Ach ja, hier kann man sich nur mal ein paar Statistiken ansehen. Gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich anschaut, wie die Karte sich entwickelt hat? War immer ganz witzig bei C5. Da konnte man gucken, wo Städte gegründet wurden und
Eingenommene Städte, nee. Schade, haben sie wohl rausgenommen. Ja, dann möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken, dass ihr so fleißig Ziff schaut und ja, uns hier an dieser Stelle verabschieden. Haut rein, dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play-Projekt wieder.